Und dann moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu. Endlich wieder einem super sahnig Zauber auf cremigen Video. Ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet, aber viele Sachen haben sich geändert. Wir sind jetzt seit 3 Jahren hier in der Wohnung. Wir haben so viele wundervolle und schöne Sachen erlebt. Traurige Sachen zum Teil. So viele neue Sachen haben wir zusammen gefeiert, egal ob es aus meinem Leben war oder aus eurem Leben. So viele neue Bekanntschaften oder ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, Freundschaften haben sich gefunden. So viele Leute begleiten mich einfach auf meinem Weg schon so lange, egal ob die Reichweite, weiß nicht, ins Immense gestiegen ist oder nicht, oder teilweise gleich geblieben ist. Egal, wir sind trotzdem. Und es gibt so viele Leute, ich würde jetzt hundertprozentig jemanden vergessen, in der Zeit kann man nicht jeden aufzählen, aber egal, ob es ein Sinan ist, der seit 1000 Jahren ab und zu, der kleine Schlawiner, nochmal reinguckt, ein Winzel, der einfach, selbst wenn man nicht viel zu tun hat oder selbst wenn es nur ab und zu wird, weil jeder natürlich auch eigene Familie hat, der trotzdem reinschaut, der kleine Schlawiner. Egal, ob es ein Werner ist, ein Dario, der sowieso seit Kindergarten irgendwie immer wieder in meinem Leben war. Ja, krass. Egal, ob es ein Luis ist, der immer geisteskrank supportet, ein Batata, in dem ich mich selber auch irgendwie wiedersehe, mit dem einfach super cooler Kontakt ist, ein Leon, der kleine Stinker, Vero natürlich nicht zu vergessen, Mike darf man natürlich auch nicht vergessen zu erwähnen, einfach so eine Frohnatur, egal was ist, es gibt so viele Leute und es tut mir unendlich leid, falls ich irgendjemanden vergessen habe, seit neuestem auch dabei, Bauernsalat natürlich, eine absolute 10 von 10, richtig toll, dass er mit am Start ist, egal ob es ein Karo ist, der wirklich mit mir, auch wenn man sich noch nie irgendwie gesehen hat oder sonst was, durch dick und dünn geht, wo man sich gegenseitig supportet und schreibt, das ist so krass, was wir uns, und da kann ich nicht ich sagen, sondern was wir uns in der kurzen Zeit für eine tolle Community aufgebaut haben, das ist so unbeschreiblich. Und ich habe mich hier gerade hingesetzt und normalerweise bin ich ja nicht so der Typ dafür, aber ja, weiß ich nicht, habe ich so einen emotionalen gehabt, weil ich mir dachte, hier in den 4 Wänden ist so viel Geschichte geschrieben worden. Wie gesagt, egal ob es traurige Sachen waren, egal ob es richtig schöne und tolle Momente waren, weiß ich nicht. Und was auch richtig schön ist, viele würden wahrscheinlich sagen, ach man, komm, egal so, X der Running Gag, weil manchmal war es ja auch der Running Gag. Sag ich mal, von Videos uploaden oder sowas, aber trotz dessen darf man nie vergessen, wo man angefangen hat und was man eigentlich jetzt alles hat. Jetzt steht hier nicht mehr viel rum, die meisten Sachen sind schon weg. Ich habe hier wirklich nur noch einen Monitor, den PC, die Kamera, das Mikrofon und das war's. Und wenn das mein inneres Kind jetzt sehen könnte, wo ich damals mit was für einer Scheiße ich angefangen habe, weiß ich nicht, das ist trotzdem schön zu sehen, wie viel man schaffen kann und wie viel man bewegen kann. Aber natürlich, um das Ganze vorwegzunehmen, weil ich jetzt sehr in Rätseln gesprochen habe, es wird natürlich weitergehen. Aber für diese Wohnung hier ist das Kapitel oder die Seite im Buch quasi beendet. Und wir blättern um und schreiten gemeinsam in ein neues Kapitel, was immens krass ist für mich und meine kleine Familie, aber auch für meine kleine oder teilweise auch richtig groß gewordene Familie, nämlich die Risers, und euch nehme ich natürlich mit in die neue Wohnung, aber es ist trotzdem krass, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich quatsche jetzt einfach drauf los, so, ich habe mir gar kein Skript gemacht, gar nichts. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, es ist auch irgendwie traurig, aber trotzdem krass, wie viel man hier zusammen erlebt hat. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer einfach danke, dass ich aus tiefstem Herzen wirklich so unbeschreiblich dankbar bin für die lange tolle Zeit, die wir zusammen hatten, was wir alles zusammen erlebt haben. Und einer darf zum Schluss natürlich auch nicht fehlen. Ich und Jackson, das letzte Mal zusammen für euch in der alten Wohnung. Wir gehen rein. Hm? Batu, komm her. Batu, auch nochmal an dich. Vielen, vielen Dank.
Einsenden einer superartig coolen Nachricht, Mann. Das weiß ich doch mega krass zu schätzen. Ich hätte am liebsten noch jemanden, mit dem ich. Oh, krass. Mordsan, das. Das war's dann auch schon wieder. Nein. Oh, krass. Ja, ich muss sagen. Ich bin das Fliegenmäßig. Von Zaubertricks zu Openings und egal an welchen Feiertagen, wir waren immer zusammen live gewesen. Durch Horror und extreme Freude. Jetzt noch eine Dings bekommen, noch eine Raygun, dann ist ja, komplett vorbei. Aber auch manchmal Frust. Und ab jetzt, Chat, lehnt euch zurück, entspannt euch ein bisschen Naschi, was Geiles zu trinken, macht euer Zimmer auf jeden Fall dunkel für komplett Sound. Wo denn? Alter, was denn? Oh, Alter, das kannst du ja keinem erzählen. Danke für die wundervolle Zeit, Leute. Sandra, bist du hier? Sandra, nee. Was mache ich denn?